Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Filuka unterwegs. Ich will mich jetzt mal wieder an meine automatische Braumaschine machen hier. Da habe ich ein bisschen vorweg Arbeit geleistet. Ich habe hier unten mal alles Mögliche abgebaut, damit ich hier Platz habe, um die Logik hier unten einzubauen. Das hier ist mein Signal, was rausgeht zu meinen Hoppern da, nicht zu den Hoppern, zu den Droppern da oben, die Zutaten ausspucken soll. Und das hier ist das Signal vom Knöpfchen kommt. Da mache ich jetzt als erstes mal hier den Pulsformer dran. Einmal so. Na, die wollten wir haben. Dann einen Block. Und da machen wir dann einen Repeater dahinter. Nicht dahin, sondern komm her. Dahin. Und den machen wir 2 Ticks lang. Damit haben wir von dem Knopf hier ein definiertes 2 Tick langes Signal. Und das verwenden wir hier gleich weiter. Vorher will ich da auf der anderen Seite aber noch ein bisschen was ändern. Ich möchte hier an diese Dropper-Komparatoren dran setzen. Hier unten ist das kein Problem. Die kann ich hier einfach auf die Seite setzen. Da oben ist das Problem, dass ich hier jeweils nur einen Block Platz habe und damit kriege ich das Signal dann nicht raus. Also muss ich die da oben erstmal umbauen. Und da baue ich mir, glaube ich, am besten mal ein Gerüst, um da dran zu kommen. Da wird sowieso die Hälfte von dem Zeugs, was ich jetzt abbaue, hier in die, da müssten eigentlich noch Melonen drin sein, genau, in die anderen Hopper fallen. Das kann ich mir dann gleich da hinten rausholen. Der Dropper ist auch rausgefallen. Der müsste jetzt hier sein. Habe ich den aufgesammelt? Warum ist der hier nicht angekommen? Braucht der einfach nur einen Moment? Das irritiert mich jetzt. Der hätte hier sein müssen. Egal, in welche Richtung er da reingefallen ist, da steckt er. Gut. Hier kommen wir dran. So. Dann brauchen wir noch ein paar Steine. Die habe ich eigentlich schon im Hotbar. Setzen wir hier den Dropper wieder drauf. Einmal nehmen wir uns einen Block zur Hilfe. Einmal so. Und dann können wir hier einfach zwei Hopper so dran setzen. Ich habe mehrfach feststellen müssen, bis ich es dann endlich gelernt habe, dass man diese Dropper nicht nach unten in den Hopper zeigen lassen kann, weil dann der Hopper das automatisch raussaugt. Das ist unpraktisch für das, was wir hier vorhaben. Die einmal wegnehmen und dann stelle ich mich hier einfach mal direkt. Nein, hat nicht geklappt. Gut. Diesmal müsste er aber wirklich hier gelandet sein. Da ist er. Nach unten hin saugen die das da komplett raus, was natürlich nicht so wirklich funktioniert, wenn, machen wir das von hier, wenn wir die nur ansteuern wollen, wenn wir da auf den Knopf drücken. Einmal so den Blaze Powder da wieder rein. Ich habe zum Glück, bevor ich meine Pause hier gemacht habe, wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, wird festgestellt haben, ich habe in letzter Zeit ziemlich wenige Videos gemacht. Das wird sich jetzt wieder ändern. Das habe ich ja schon versprochen, dass sich das ändert und da hat sich eigentlich auch nichts. Das habe ich zum Beispiel in der Zwischenzeit gemacht. 23 Hasenfüße habe ich hier mittlerweile. Ha,
erwischt. Ich muss halt nur wieder so ein bisschen so richtig Lust auf Minecraft kriegen und Ideen dafür und dann auch die Zeit und die Möglichkeit, die Gelegenheit dazu. So, die haben wir. Und dann mache ich auch wieder jede Menge Videos. Allerdings, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, nicht mehr täglich. Das ist, und auch nicht zweitäglich. Das ist einfach zu viel Arbeit. Das kostet, jede Menge Zeit. Das können wir eigentlich einfach so in diese Richtung weiterführen. Das machen wir einfach so weiter. Bis hier. Und dann können wir die hier davor einfach wegnehmen. So und so. Und der eine oder andere wird jetzt mittlerweile hier vorne gelandet sein. Komm her. Und dann können wir die nämlich genauso wie die anderen seitlich setzen. Dann kleines Behelfsgerüst, einmal Redstone, ha, so langsam klappt das mit dem in der Luft auffangen, Redstone da wieder rein, die muss ich dann auch nochmal alle fleißig befüllen, da gibt es so einige Sachen hier drin, zum Beispiel die Gastiers, die sind da nicht ganz so einfach zu kriegen. Da muss man ganz schön farmen und lange im Nether rumlaufen. Bist du jetzt runtergefallen oder? Nein? Du bist in den Hopper gefallen. Das muss ich dann Stück für Stück machen. Das ist auch der Grund, warum ich die jetzt hier versetze, warum ich die so seitlich aufbaue. Denn dann kann ich da Komparatoren dran setzen und deren Signal hier hinten rum oder so da unten hinbringen, wo ich meine Elektronik baue. Und das Signal kann ich dann benutzen, um die Anlage stillzulegen, wenn einer dieser Dropper leer ist. Denn so, erwischt. Kleinen Snack zwischendurch. Denn es hilft uns ja nichts, wenn wir da auf den Knopf drücken und die Hälfte der Zutaten für unser... Na, das ist ein Hopper zu wenig. Durch den Umbau. Das macht nichts. Da brauchen wir nur ein bisschen Holz und Eisen, dann können wir dem Problem Abhilfe schaffen. Da wird es zwischendurch dunkel. Oder ich nehme mir einfach einen Hopper hier aus dem Vorrat. Das geht natürlich auch. So. Den Teil haben wir. Dann machen wir eben schnell ein Nickerchen. In unserer Lieblingskoje hier im Baumarkt. Der Max ist da, dem geht's gut. Grins mal. Oder esse Abendessen, geht auch. Ja, mit diesem Signal will ich dann eben verhindern, dass ich ein nicht vollständiges Rezept kochen kann, sozusagen. Und dafür brauche ich da einen Haufen Komparatoren. Da muss ich glatt mal in meinen Vorrat gucken, ob wir die hier haben. Ich habe eigentlich einen ganzen Schwung gemacht, aber eindeutig nicht genügend. Gut, dann bauen wir mal ein bisschen Elektronik. Eigentlich müsste hier genügend rumliegen. Redstone wird, glaube ich, langsam knapp. Nicht wirklich. Davon brauchen wir, machen wir doch einfach einen Stack. Das heißt, wir brauchen 3 Stacks Fackeln und ja, das war's. Einen Stack Quarz brauchen wir dann noch und Stein. Hier auf der anderen Seite. Dann können wir
das gibt jetzt einen halben Stack. Das ist nicht so viel. Dann brauchen wir 32 für einen ganzen, also 64 für zwei Stacks. So. Und dann nochmal einen halben Stack dazu. Dann haben wir schon mal unsere Fackeln zusammen. Aha, da ist er. Und noch einen. Und dann brauchen wir davon drei. Und dann sollte auf absehbare Zeit der Bedarf an Repeatern, Komparatoren auch erstmal gedeckt sein. So. Gut. Bei der Gelegenheit kann ich noch mal ein bisschen Cobblestone mitnehmen. Da werden wir ein bisschen was davon brauchen. Ich hatte eine Schaufel, da ist sie. Dann machen wir uns hier mal unsere Alarmleitung. Da kann ich nicht drunter, wenn ich mir hier keinen... Dann nehmen wir sie beide raus. So. Das füllen wir wieder auf. Und da schauen wir dann, wie das aussehen soll. Normalerweise müsste das eigentlich klappen. Das war Unfug, was ich gerade gemacht habe. Eigentlich müssten wir mit dem Komparator auch durch einen Block durch den Füllstand abgreifen können. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen Komparator dran setze, dann müsste der ein Signal geben. Und das bei allen Vieren hier. Und wenn wir das dann nehmen und auf eine Fackel geben, da hätte ich mir eigentlich, ich meine, ist ganz praktisch, dass da jetzt genau vier von sind, aber da oben brauche ich dann nochmal sieben, hätte ich mir eigentlich, naja, sechs haben wir da nochmal, noch einen Stack mehr machen können davon. Dann machen wir noch ein paar hiervon. Und dann können wir, ich ersetze ganz gerne den Sand hier, auf den ich Redstone lege, durch Cobblestone, weil ich dann nicht aus Versehen, wenn ich so wie da drüben ein Loch darunter mache, um für irgendwas Platz zu machen, um zum Beispiel dieses Signal nach unten hin abzugreifen, dann aus Versehen den Sandblock weggrabe, auf dem das drauf ist und mir dann meine ganze Schaltung dadurch kaputt geht. So, jetzt haben wir hier an der Stelle, sobald einer von diesen hier leer ist, da sind drei drin, das ist mir zu viel zum Rausnehmen, nehmen wir den hier. So, sobald der leer ist, geht der Komparator aus, das heißt die Fackel an und ich habe hier ein Signal, was sagt, hey, da fehlt irgendwo was. Und dann zielen. So. Jetzt habe ich noch das zweite Problem. Ich möchte eigentlich bei diesen Droppern da noch irgendwo einen Hopper. Ja, das müsste hier so gehen. Einfach dran hoch. Einen Hopper dran tun, wo ich Vorratstruhen reinsetzen kann. Die, denke ich mal, ziehe ich dann hier so seitlich hier einen drauf und dann hier senkrecht nach oben. Kann ich eigentlich bis ganz hier oben ziehen und die dann auch bis ganz nach oben. Das müsste... Ja, da sind keine Fackeln, die an sind. Die sind also auch nicht blockiert dann. Dann kann ich nämlich schön hier oben drüber eine Reihe an Truhen haben, wo die ganzen Zutaten auf Vorrat drin sind. Dasselbe Spielchen machen wir jetzt mit den, ich hätte eigentlich hier die Blöcke so drin lassen können. Ah, naja, setzen wir die da drunter.
und da jeweils dann einen Komparator davor. Wie gut, dass ich gerade einen Stack davon gemacht habe. Und na, klettern wir hier drauf. Einmal, ich kann eigentlich hier direkt oben drauf laufen. Das ist viel praktischer. Gut, die erstmal einen kleinen Snack. Die wollen wir dann auch daneben geklickt. So und so. Geht doch. Da wollen wir dann genauso einen Inverter haben, sprich einfach eine Redstone-Fackel, in die das Signal reingeht. Und dann können wir das hier mal alles abbauen. Das ist jetzt nicht mehr nötig. So. Und einmal die Fackeln da drauf. Und dann wollen wir dieses Signal, da muss ich dann zählen, dass ich von den äußersten Fackeln nicht zu weit komme. Eigentlich könnten wir das dann hier in der Mitte abgreifen. Auf jeden Fall bauen wir die da oben mal. Wie machen wir es am günstigsten? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das können wir mal eben auf die Schnelle ausprobieren. Wenn ich so eine Fackel habe, dann müsste die... Nein, diesen Block setzt sie nicht unter Signal. Das heißt, so kann ich es mir nicht abgreifen. Aber was ich machen kann, ist so. Da kann ich es mir abgreifen. Hilft mir das weiter, wenn ich so einen Block da hinsetze, dann kriegt der ein Signal. Dann könnte ich eigentlich mir das hier sparen. Und könnte stattdessen hier einfach eine Reihe Blöcke durchziehen. Denn die kriegen dann diese hier von unten das Signal von der Fackel und diese können das von da oben abgreifen, wenn ich da gleich einfach eine lange Reihe Redstone lege. Das spart einiges an Platz. Einmal so. Und dann gucken wir mal, wenn wir hier das rausnehmen, geht die Fackel an und es ist überall bis zum Ende ein Signal drauf. Sehr schön. Das heißt, das funktioniert genauso hier von der anderen Seite. Wenn ich hier die Karotten rausnehme, ist hier bis zum Ende und wahrscheinlich ist das dann, so wie die Helligkeit aussieht, ist das schon der letzte? Ja, nee, nicht ganz. Einen Block weiter wird es noch gehen. Das heißt, das wollen wir ja dann da gleich auf der anderen Seite benutzen. Dann ziehen wir das hier mit einem Repeater weiter. So, da wird es schon wieder dunkel. Aha. Ja, können wir so machen. Da kommt das dann an. Das heißt, hier habe ich dann jetzt die Karotten legen wir da wieder rein. Und dann machen wir schnell ein Nickerchen. Da habe ich dann jetzt eine Signallinie, die mir anzeigt, wenn mir da irgendwo eine Zutat ausgegangen ist.
dann muss ich mir das gleich nochmal angucken, ob da eventuell genügend Platz ist, um da vielleicht sogar noch eine Redstone-Lampe drin unterzubringen, die mir anzeigt, welche das ist. Wobei, ups, euch habe ich nicht eingeladen. Und dich auch nicht. Läuft hier noch mehr von euch rum? Da hinten ist noch eine Spinne. Ja, die sind weg. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn mir da mittendrin ein Creeper in die Quere kommt. Und so, ich könnte ja eventuell, wobei die würden dann, ich könnte hier einen davor, das bringt mir aber alles gar nichts, wenn ich hier an der Seite die Truhen hochziehen will, dann sind die Lampen da viel zu weit weg. Obwohl, von hier aus kann man das sehen, welcher das ist. Das reicht. Ups, wer schießt? Was soll denn sowas? Ich versuche hier was zu erklären. So. War's das jetzt? Oder laufen hier noch mehr von euch rum? Gut. Den Teil haben wir. Das müssen wir jetzt also hier unten mit reinziehen. Das können wir irgendwo hier so. Hierher kommen lassen. Da komme ich raus. Da wieder einen Block Sand rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Sowas. Und ich habe keinen Repeater mehr dabei, aber hier vorne lagen doch noch welche. So, da sind noch zwei Stück. Das reicht mir. Da ist noch ein ganzer Stack. Das reicht auf jeden Fall. Da haben wir dann unser Zutaten sind alle Signal. Und damit, glaube ich, mache ich für heute erstmal Schluss. Das ist ein Modul, eine Funktionseinheit. Und dann kann ich mich das nächste Mal hier unten um die Schaltung kümmern, kann dann vielleicht mal im ersten Versuch eine funktionierende Hopper-Clock aufbauen und dann kommt da noch ein Endgate rein, das dann, also ein Und-Gate auf Deutsch, ein Und-Gatter, um es so ganz deutsch zu machen. Und dann ist eigentlich, wenn das dann funktioniert und wir das dann ausprobiert haben, dann fehlt uns nur, da kommt dann hier der Brautisch rein, dann fehlt uns hier nur noch die Auswurfgeschichte, da wo wir dann die fertig gebrauten Potions ausspucken oder in eine Truhe spucken oder so. Das schauen wir dann mal, wie wir das am elegantesten lösen können. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.